Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder. Wir sind zurück auf der nordfriesischen Marsch und ja, wir begutachten hier unseren guten Zuckerrübenschnitzelfahrer. Der hat schon 140.000 Liter darüber gebracht. Das heißt, wir können die BGA anmachen und wir können hier Zuckerrübenschnitzel auch wieder produzieren, damit das auch hier weitergeht. Ja, das läuft alles. Hier wird geerntet. Da sind wir auch bald fertig. Das sieht sehr gut aus. Ach ja, der ist angekommen. Wie ändere ich jetzt die Abladeseite? Oder habe ich da wieder mal noch keine Taste vergeben? Abladeseite ändern. Macht er aber nicht. Oder da ist wieder irgendeine Doppelbelegung drauf. Dann müssen wir mal. Dann machen wir da ein Alt-U draus. Ach, guck mal. Und schon geht das. Zack. So, was steht denn jetzt an für den? Wir können mal gucken, wie es mit dem Zucker im Moment aussieht, preislich. Ob wir da vielleicht was verkaufen können noch. Zucker, 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 Zucker. Zucker, da sind wir im Juli bei 9,45 am höchsten gewesen. Ja, 9,44 bei Lidl. Komm. Dann würde ich sagen, lass uns einfach mal noch Zucker verkaufen. Wir müssen mal gucken, dass wir eben wirklich ein bisschen Geld generieren. Und solange die Preise noch einigermaßen gut sind, ja, warum nicht? So, wir haben gesagt, bei Lidl. So. Und hier wird es bald, denke ich mal, schöne neue Zuckerrüben geben. Da werden wir gut. Oh, ja. Eigentlich können wir jetzt den anderen Ballenanhänger da auch mal verkaufen. Der stört eigentlich auch nur. So, Zucker haben wir gesagt. Zucker. Okay. 32 Paletten. Es ist jetzt nur doof, dass der Düngestreuer da rumsteht. Ja, da müssen wir mal ein bisschen schieben hier. Gut, und dass die da so rumhängen. Oh. Ist jetzt alles ein bisschen komisch verbuggt gerade. So, ich glaube, wir müssen da mal den kurz abladen und mal daneben fahren und die Paletten
Ich krieg die nicht mal runter. So, okay. Ja, da müssen wir sie vielleicht gucken, ob wir sie einfach abladen können. Oh, das geht. Wieso macht er die wieder da hinten drauf? Ach Mann. Ah, das ist alles nicht so, wie ich das will. Wir haben vermutlich ja, die Abladeseite ist hinten. Wir machen die mal auf die Seite. So. Komm, jetzt lass los. Ach ja. Ach, da liegen noch mehr. Okay, die nehmen wir dann auch noch mit. Weil es waren ja irgendwie 155.000 oder so um den Dreh. Ja, 155.000, das passt doch. Gut, Abflug. Oh, der ist immer noch am Mähen hier. Ja, der wartet dafür. Oh, aber hier sind wir durch. Hier sind wir tatsächlich durch. Das heißt, ich werde gleich den nochmal zum Dünger holen schicken. Und dann müssen wir ja auf die 7 runter, auf unser anderes Feld. Und müssen das auch noch ansehen. So, ich mache mal aber hier schon mal aus. Ich will den kompletten Rand hier noch mitmachen. Ich denke mal, der hätte nämlich vorher aufgehört zu arbeiten. So. Klappen. Und los geht's. So, hier warten wir. Ach ja. Hier können wir schon mal die Presse tauschen. Und dann geht das für dich auch wieder auf die 40. Abkoppeln, weil das Gute ist, wenn wir jetzt schon einiges an Melasse produziert haben, mit Melasse können wir ja im Labor Siliermittel herstellen. Und wir wissen ja, dass Siliermittel schweineteuer ist. Und ist die Frage, können wir das dann auch verkaufen? Wenn wir Siliermittel. Okay, 8.000 €. Wollen wir gucken, ob wir uns das Labor demnächst leisten können? Müssen wir mal gucken, was kostet denn das? War das das Labor? 1,2 Millionen. Im Labor kann Hefe und Siliermittel hergestellt. Für Hefe und Siliermittel wird Melasse benötigt. Siliermittel kann auch durch Milch produziert werden. Okay. Aber das wäre doch was. So, hier sind wir fertig. Das heißt, du kannst jetzt noch mal verkaufen fahren. Und den können wir Richtung nächstes Feld schicken, beziehungsweise nächste Mission. Da müssen wir einfach mal schauen, was wir denn jetzt noch haben. Wir hatten, glaube ich, zwei Erntemissionen, hatte ich gesehen. So, wo ist jetzt wieder die Deichsel hin verschwunden? Ach man, manchmal ist das einfach. Da ist er doch. Wieso? Hä?
Muss man jetzt nicht kapieren, warum er den nicht ankuppelt. Ja, komm. Wir hängen das nochmal an und probieren das nochmal. Klappen das nochmal zusammen und nochmal auf. Und vor allem, wir machen das hier draußen auf dem Weg, da sieht man das besser. Oder ist das, ich hatte da irgendwo gelesen, dass es zu Problemen kam mit den Schneidwerken. Warte, ist das eins, ich glaube, das war doch vom Andys Modding-Paket, kann das sein? Ja, da muss ich ein Update holen. Gut, dann können wir das jetzt nicht weitermachen. Wir brauchen die Abladeseite. Da, man muss einfach manchmal überall gucken und machen und tun. Oh, guck mal, da kommt Geld rein. Oh, ist das schön. Ist das schön. Hey, wir müssen uns das Labor holen. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. 140.000. Das Labor, Siliermittel zum einen für uns, und wenn wir das so gut verkaufen können, müsste man dann mal schauen, was wir, wie das ist. Da muss ich einfach mal demnächst das einfach mal ausprobieren. Ach, er hat hier wieder. Ja, so, das reicht mir jetzt hier, weil wir hier öfters hinfahren müssen. Bauen. Och, wieso kann ich jetzt den Zaun hier nicht anklicken? Weil der Traktor da steht. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter weg. Ich will. Es geht einfach nicht. Ich wollte hier noch ein Stückchen Zaun wegmachen. Aber hier war. Den Zaun haben doch wir gebaut, oder? Ja, guck mal, hier kann ich rangehen, aber den Zaun seltsamerweise nicht. Oder muss ich da in Deko-Zäune sein? Auch nicht. Bauen kann ich? Nö, geht nicht. Gut, dann nicht. So, fertig hier. Dann kann ja der Zetter loslegen. Ballenpresse steht ja auch bereit, aber die hat noch ein bisschen Ruhezeit. So, dann würde ich sagen, das haben wir ein Vorgewende. Wir fangen aber im Vorgewende an. Weich, das passt. Los geht's. Falsche Richtung. So, los geht's. Erster Wegpunkt, startfrei. So, der ist. Ah ne, du darfst nicht auf die 39. Du sollst hier auf die 7 und da wollten wir Weizen ansehen. Ups, da war der Weizen gerade.
Weizen. Hier scheint Unkraut gewachsen zu sein. Ja, aber auch egal. So, das passt alles. Dann erster Wegpunkt und gib ihm. Der wartet. Ja, du musst noch warten. Ja, hier gibt es jetzt gleich auch noch mal Geld von der Ein-Ernte-Mission. Da warten wir mal kurz, bis wir da abgeladen haben. So, dann sollte die Mission gleich abgeschlossen werden. Wir bekommen ein bisschen Überschuss. Hoffe ich doch mal. Ja, sehr gut. Nicht so viel, aber immerhin etwas. Das heißt, wir können Erntemission 38.000 abschließen. So, hier tut sich erstmal nicht wirklich viel. Dann machen wir mit dem mal was ganz Abstruses. Wir lassen den Anhänger hier stehen und schnappen uns einen Flug. Und dann gehen wir mal ein bisschen flügen hier mit dem Fast Track. Au. Entschuldigung. Wir haben im Moment nichts anderes frei und ja, dann muss der eben ran. Und da wir eh keine Transportfahrten aktuell haben, Zuckerrübenschnitzel dauern etwas, bis da noch ein paar kommen. Die haben wir ja doch sehr gut leer gefahren. Dann machen wir das so. Ich weiß, wir hatten irgendwo zwei Flügemissionen. So, wer fährt da vorne rum? Ach, das ist der Abfahrer. Das ist der Abfahrer für den Ernter. Das heißt, wie gesagt, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass ich fürs nächste Mal da das Update von dem Tuning Pack mit reinnehme, dass wir dann auch das Ding wieder ankuppeln können. So, flügen. Flügen, flügen, flügen. Düngen haben wir auch schon wieder drei Missionen. Guck mal, flügen. Feld 12 und Feld 52. Machen wir beide. Aber zuerst Feld 12. Warte mal, ist Feld 12 nicht das hier direkt gegenüber? Ja, wollte ich doch gerade sagen. Das ist direkt hier. Da brauchen wir gar nicht groß uns damit beschäftigen. Nochmal gucken, ob das auch wirklich. Ja, doch, das ist das Feld. Dann aufklappen, GPS an und gib ihm. Hier werden wir auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen selbst arbeiten. Das passt schon perfekt. Dann fahren wir mal hier ein bisschen hoch und runter. Bringt halt auch gutes Geld. Und wir können aber auch schon mal gucken, die Erntemissionen, die da noch offen sind, die zwei. Sorghum, hier ist sie zum Hafen und hier ist sie zum Depot. Die nehmen wir doch beide. Und die Düngemissionen nehmen wir auch. Wir tun gleich mal ordentlich an Missionen vorbunkern. Damit wir da in den nächsten Tagen noch, oder nächsten Tagen, nächsten Folgen noch einiges wegarbeiten können. Aber ich würde sagen, wir sind erstmal hier und jetzt durch mit dem Ganzen. In der nächsten Folge flügen wir weiter.
Dann schauen wir mal, was sonst noch so anliegt. Schaut einfach wieder rein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und sage damit Tschüss, ciao und bis dahin.